Aßen ist eine kleine niederländische Festungsstadt. Aßen liegt wunderschön an der Maas, bei der deutschen Stadt Stralen. Venlo ist ca. 10 Kilometer entfernt. Im Frühmittelalter gehörte Aßen zum Territorium Stralen. Sehenswürdigkeiten sind die Schlossgärten von Schloss Aßen, die Ruine eines Mautturms aus dem 15. Jahrhundert, die Kirche, das Thermalbad, die Bierbrauerei Hertog Jan und die Weimarsche Wassermühle mit der Likörbrennerei Der Eisvogel. Der gemütliche Ausflugsort Aßen ist ein toller Ausgangspunkt für Fahrradrouten und Wanderrouten. Die Region ist auch für den Anbau von Blumen und Spargel bekannt. Aßen verfügt über nette Straßencafés, gutes Essen und Übernachtungsmöglichkeiten. Da sich Venlo in der Nähe befindet, bietet sich auch gleich ein Besuch der Stadt Venlo an. Die Ruine eines Mautturms als Teil der Stadtmauer aus dem 15. Jahrhundert befindet sich am Ortseingang an der Maas bei den Parkplätzen. Die Kirche St. Peter und Paul im Ortskern der alten Festungsstadt Aßen ist ein Nachbau der im Krieg zerstörten Kirche. Der Bau begann 1958 und wurde 1959 abgeschlossen. Das aus dem 17. Jahrhundert stammende Schloss Aßen wurde im Auftrag der Herzöge von Geldern erbaut. Die dazugehörigen Schlossgärten, Kastelduin genannt, wurden nach den Überschwemmungen von 1995 wieder völlig hergerichtet und können besichtigt werden. Das heutige Schloss wurde in der Barockzeit gebaut.
Das Gebäude der Weimarschen Wassermühle stammt aus dem Jahr 1677. Heute befindet sich im Mühlengebäude die Brennerei der Eisvogel, die Genever, Kräuterbitter und andere Liköre herstellt. Das Gebäude wurde im Jahr 1984 umfassend restauriert. Heute ist auch ein Café eingegliedert. Die Maas ist ein etwa 874 Kilometer langer Fluss, der Frankreich, Belgien und die Niederlande durchfließt. Die Maas überschwemmte den Ort in den Jahren 1993 und 1995. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.